August 1986. Das Glück ist mal wieder beim FC Bayern und Udo Lattek. Und das Pech beim Gegner. Oder ist es doch eher Unvermögen, als Frank Mill in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund allein auf das leere Bayern-Tor zuläuft? Es ist ein bemerkenswertes Kunststück, aus dieser Entfernung das leere Tor nicht zu treffen. Man sollte es also nicht als Panne betrachten, sondern man sollte sagen, das gelingt nur wenigen. Alle lässt er hinter sich, völlig unbedrängt. Und dann das. Ich kann das erklären, wahrscheinlich weiß man das nicht, aber jetzt wissen Sie es. Mill hat aus reinem Mitleid gehandelt. Er wollte dem Gegner nicht wehtun. Frank ist immer einer, der schon ganz früh mit Puppen gespielt hat und hat gesagt, ich kann den jetzt nicht reinmachen, da ins leere Tor. Das wäre unfair dem Gegner gegenüber. Das ist wirklich eine Menschlichkeit auf dem Fußballplatz. Also ich finde das toll. Toll, Frank. Geiler Typ. Toll. Trainer Reinhard Saftig fassungslos. Und nicht nur er. Frank Mill, ein Satz für Ihre Chance, noch enttäuscht? Da kann man wohl sagen, war natürlich ein tausendprozentiger. Ne? Ich habe etwas zu lange gewartet und wie ich schießen will, kommt der Verteidiger. Was haben Sie sich jetzt in der Kabine vorgestellt? Da habe ich ja lange Beine vom Verteidiger gesehen und da wollte ich zugenommen und schieße gegen den Pfosten. Ne? Was haben Sie sich in der Kabine jetzt vorgenommen? Das ist eine Riesenchance, kann man nur den Tor wieder gut machen. Ne? Das Schlimme ist, der arme Frank Mill, ne? Also großer Fußballer, Pokalsieger war der, hat bei Olympia, glaube ich, Bronze geholt und so, wird reduziert, wo immer der auftaucht oder wo immer man seinen Namen sagt, haha, München, oh, Pfosten. Wenigstens ein versöhnlicher Abschluss gelingt Mill. Sein Pass führt zum 2:2 Endstand.